Hallo, herzlich willkommen bei Lauert Reisemobil. Ich bin Sarah und heute gebe ich euch eine Einweisung in einem LMC Musica 94. Dazu gehen wir jetzt erst einmal rein. Hier befinden wir uns in der Küche. Da können wir dann ganz bequem kochen, indem wir einfach die Gasflasche vorne aufdrehen und den Zünder so runterdrücken. Dann können wir den auf die große und kleine Flamme machen. Dazu brauchen wir kein Feuerzeug mehr. Nach dem Kochen müsst ihr eben aufpassen, dass ihr den im Auskühlen lässt und nicht sofort die Glasplatte runter macht, weil die sonst dabei zerspringen kann. Dann haben wir hier einmal einen großen Kühlschrank. Hier befindet sich einmal eine Verriegelung. Die ist dafür da, dass wenn der Kühlschrank nicht benutzt wird, dass er ein bisschen Luft zirkulieren kann. Das heißt, bei Gebrauch schieben wir den einfach rein. Dann können wir den Kühlschrank richtig verschließen und darauf stellen, wo wir den haben wollen. Auf Strom, auf Batterie vom Auto oder auf Gas. Wenn wir den auf Gas stellen, dann drücken wir hier den Knopf, zünden hiermit. Und dann können wir gleich sehen, wie der rote Balken in den grünen Bereich reingeht. Daran erkenne ich, dass der Kühlschrank auf Gas läuft. Wenn ich den wieder aus haben will und auf Strom, dann gehe ich ganz einfach auf Strom und schalte den auf Strom ein. Hier stellen wir die Gasheizung ein, das heißt, wir drücken einmal den Knopf runter, zünden den einmal, langsam loslassen. Dann können wir auch sehen, dass hier im Guckloch eine blaue Flamme erscheint. Daran erkennen wir, dass die Heizung dann richtig läuft. Hier haben wir noch einen Regler, da können wir dann die Luft zirkulieren. Das ist dann die warme Luft, die überall hier aus den Schächten kommt und sich im Wohnwagen verteilt. Hier oben haben wir noch zwei Schalter, das ist einmal für Frischwasser. Da kann man kontrollieren, wie viel Frischwasser drin ist. Momentan ist der Tank leer und hier können wir den Warmwasserboiler einstellen. Hier unterm Bett befindet sich der Frischwassertank. Dazu klappen wir das Bett einmal hoch. Dann können wir den hier ausdrehen. Da drinnen befindet sich dann auch der Frischwasserstutzen. Den kann man dann ganz normal hier reinmachen und verschließen, damit das Frischwasser nicht sofort wieder rausläuft. Und dann wird er von außen befüllt. Der Boiler dazu fürs warme Wasser befindet sich hier unter der Sitzbank. Dazu nehmen wir einmal das Polster zur Seite, klappen den hier einmal hoch. Dann können wir da unten den Warmwasserboiler sehen. Da ist auch der Sicherungskasten, falls mal der FI rausfliegen sollte. Und vor Gebrauch, wenn er aus dem Winterschlaf kommt, hier sind noch zwei Ventile. Die müssen noch im reingedreht werden. Die sind dafür da, dass man im Winter das Wasser aus dem Boiler ablaufen lassen kann. Die werden dann jetzt im Sommer zugedreht, damit der Wasserkreislauf geschlossen ist und das Wasser im Boiler bleibt und sich dann erwärmen kann. Die Dachluken lassen sich alle öffnen. Hierzu eben einmal den Hebel nach unten ziehen und nach vorne schieben. Dann können wir den hier in den Rillen überall so in den verschiedenen Positionen einrasten lassen und zum Verschließen wieder runterziehen und einrasten. Hier haben wir das kleine, aber feine Badezimmer. Hier haben wir einmal die Toilette. Toilettenspülung und den Schieber zum Aufmachen. Hier immer dran denken, dass der Schieber immer wieder richtig geschlossen wird, damit man von außen die Toilettenkassette vernünftig rausziehen kann, wenn man den entleeren möchte. Hinter der Staubkappe habt ihr noch jede Menge Stauraum und Platz für Stühle oder was man noch so mitnehmen muss. Hier befindet sich dann auch noch mal eine Mietwagenkiste. Da habt ihr dann eine Gießkanne, ein Sonnenregel, Kabel, Toilettenchemie und Heringe. Da ist auch die Kurbel für die Stützen für vorne und hinten mit drin und ein Tritthocker. Um an den Gaskasten zu kommen, müssen wir einmal den Fahrradträger umklappen. Dazu entriegeln wir den einmal. Und dann können wir den ganz bequem nach vorne klappen. Dann haben wir hier einmal die zwei Gasflaschen, die angeschlossen sind, die bei Bedarf einfach nur aufdrehen und nach Bedarf wieder zudrehen, wenn ihr die nicht mehr braucht und weiterfahren wollt. Dann haben wir hier noch ein Abwassertaxi.
Der ist dafür da, um das Grauwasser aufzufangen. Dann ist einfach der Deckel aufgemacht. Runtergeschoben, damit man vom Waschbecken oder vom Badezimmerwaschbecken das Grauwasser auffangen kann. Und dann bringt man das zur Entsorgungsstation. Hier könnt ihr die Fahrräder dran befestigen, den könnt ihr auch abschließen und dann so einstellen, wie man das braucht. Das ist einmal der Stromanschluss, einfach nur reingesteckt bzw. rausgezogen. Hier haben wir einen Frischwasserdeckel, da füllt man das Frischwasser ein. Und hier befindet sich die Toilettenkassette. Rausziehen, den Trolley hinter sich herziehen, wenn er zu schwer ist. Zum Ernähren einfach aufmachen, den Entlüftungsknopf drücken, auskippen, bisschen Wasser rein, ausspülen. Dann kommt hier oder hier das Toilettenchemie rein, da kann man dann die Klappe aufschieben. Und dann kann man hier rüber das Chemie reinkippen. Wieder zumachen, alles wieder verriegeln und bis zum Einklicken wieder reinschieben. Ich hoffe, wir konnten euch mit dem Video ein wenig helfen. Wir wünschen euch einen schönen Urlaub, eure Firma Rauer Dreisenmobile.